Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 52. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir zum Anlass, oder ursprünglich war zumindest dieser Anlass, des Sultembers, der schon vergangen ist, den Film Hashtag Saraida bzw. auch Hashtag Alive von Chu Il-Hyung auf die Couch und werden uns damit anschauen, wie denn sich die Bedeutung des Filmes mit dem zeithistorischen und soziokulturellen Bedingungen und Kontexten verändert, weil ja doch der Film stark über die mit der Perspektive der Pandemie besprochen wird derzeit. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 52. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Marki, wird wie immer mit dabei und ich hoffe, er ist nicht zu einem Zombie geworden und will mich gleich fressen. Hallo Patrick. Ja, da muss ich dich enttäuschen. Hi, selbst da freut mich, heute auch wieder mit dabei zu sein und ich finde, du hast das Thema wunderbar Achtung, Achtung, wir unterbrechen diesen Podcast für eine wichtige Mitteilung. Bitte bleiben Sie in Ihrer Wohnung und verfallen Sie nicht in Panik. Es ist ein Virus ausgebrochen, der einige Menschen dazu veranlasst, gewalttätig zu werden und auf andere Menschen überzugreifen. Bleiben Sie in Ihren Wohnungen und warten Sie, bis Sie gerettet werden. Die Regierung ist auf dem... Es wird immer elaborierter. Aber ich kann nur sagen, Hashtag, ich podcaste weiter auch ohne Patrick oder mit Zombie Patrick. Zombie Patrick, wie fandest du den Film? Puh. So, jetzt gerade wieder zurückgeschafft. Hey, was? Ich dachte, also, ich Zombie ich hatte das heißt ich weiß so nicht. Viel wie... Bisschen verkürztes Perspektiv von Film, würde ich sagen, was du da jetzt verkaufst. wie. Selten war ich so eloquent. also ich könnte natürlich sehr, sehr gerne kundtun, wie mir der Film gefallen hat, aber also glaubst du nicht, dass unsere Podcast-Zuhörer dann noch mehr verwirrt wären, als sie es ohnehin durch unser sinnloses Gefasel schon sind, weil wir unsere Reihenfolge komplett durcheinander bringen würden. Aber glaubst du nicht, dass Zombie Patrick es geschafft hat, die Synopsis zu ausdrücken, so eloquent, wie du es normalerweise tust? Ach so. Ich glaube nicht. Ach so, darum habe ich jetzt eben Zombie Patrick eher um die seine Meinung gebeten und dich, Patrick, bitte ich um die Synopsis und worum es eigentlich in dem Film gegangen ist. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Ja, Zombie Patrick sagt dazu, Hirn. Ja, und ich kann das gerne machen. Ein sehr kopflastiger Film also. geht so. Kommen wir später zu. So, worum geht es denn? Der Teenager Oh Jong-woo ist spät aufgestanden. Seine Eltern kommen erst am Abend wieder heim, weshalb er sich in sein Zimmer begibt und beginnt, wie üblich, mit seinen Freunden und Bekannten eine lässige PC-Spielerunde anzustiften. Doch plötzlich herrscht... Man hört es aus den Nachrichten, schiere Panik und nach kurzer Zeit bestätigt dies auch ein Blick aus dem Fenster. Wilde Zombiehorden rennen durch die Stadt und verzehren wahllos lebendiges Menschenfleisch. Noch ist Oh Jong-woo sicher in seiner Wohnung. Doch wie lange wird das noch so bleiben? Und war bei dir der Widerstand zwecklos und du hast dich auch diesen Horden angeschlossen und bist ein Fan des Filmes geworden? Oder haben sie dir dann Hirn aufgefressen und du hast den Film nicht mehr genießen können? Nun, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass man ein Zombie sein muss, um diesen Film gut zu finden. Das wäre doch sehr stark übertrieben. Ich fand ihn nämlich, hoffentlich ohne ein Zombie zu sein, durchaus gut. Also er hat mich gut unterhalten. Es gab auch ein bis zwei gute Jumpscare-Effekte oder Jumpscare-Momente. Atmosphärisch war er vor allem zu Beginn ganz dicht. Also alles gut und solide gemacht. Hat mich gefreut. Aber so im Nachhinein, vor allem ein, zwei Tage später oder dann im Abgang, muss ich doch sagen, ist der Film
es sei denn, mir ist hier irgendwas verborgen geblieben, nichts wirklich Besonderes und ist eigentlich nur ein, ja, kurz in der Mikrowelle aufgewärmtes Fertiggericht der Kategorie Zombie-Epidemie. Das heißt also, macht Spaß, schön anzusehen, wie gesagt, relativ solide gemacht, aber letzten Endes irgendwie nichts Neues. Und ich finde auch, dass der Film einige Themen aufmacht oder anschneidet oder anzuschneiden beginnt, wie auch immer, oder meinetwegen auch Handlungsstränge eröffnet, die er dann nicht abschließt, die einfach dann eben nicht verlaufen oder nicht aufgegriffen werden. Und so verbleibt bei mir dann leider ein bisschen auch das Gefühl, dass hier relativ viel Potenzial verschleudert oder den Zombies zum Fraß vorgeworfen wurde, also sprich nicht ausgenutzt wurde, da wäre mehr möglich gewesen. Also insgesamt, ja, so knappe 6 aus dem Schädel gerissene, blutende Menschenhirne, die frisch verspeist werden können. Ja, aber nur damit du das mich, darfst du mich gleich auf jeden Fall hier mir widersprechen oder mir eben Gegenbeispiele liefern, weil das würde mich sogar freuen. Aber kennst du so viele Filme, die so stark diese Selbstisolation in den Vordergrund genommen haben? Also ich finde gerade die erste Hälfte bis zu dem Moment, wo er, jetzt sind schon längst im Spoiler-Territorium, ich sage zumindest in dem Aspekt, bis er die eine andere Person trifft, die auch überlebt hat, um es mal sehr vage zu halten. Bis dahin war der Film nicht schon sehr interessant und auch spannend. Und ich verstehe auch, was du meinst mit, dass er viel Potenzial, dieses Potenzial, was er da hatte, nicht so ausgenutzt hat, aber ähnlich wie unsere Diskussion vor ungefähr 2 Jahren, und der Film hat mir ein bisschen weniger gefallen als dieser hier, Cargo, mit Martin Freeman unter anderem, ein australischer Zombie, der im Outback gespielt hat, und das fand ich auch damals sehr interessant eigentlich, dass dieses Outback-Szenario, ist hier in dem Film halt diese Selbstsituation eigentlich relativ spannend und finde ich auch relativ einzigartig, aber hast du da, kennst du Gegenbeispiel dafür? Weil für mich sind es dieses selbst, also so wie das dargestellt wird, ist halt einzigartig. Also es gibt natürlich Filme, die diese Isoliertheit irgendwie ausdrücken, aber vielmehr kurze Momente eher im Rausch des Gefechts, eher zum Meer teilweise, oder es sind kurze Phasen, wo man wirklich ganz allein ist. Und so richtig dieses Gefühl, was dieser Film vermittelt, wie hier die Einsamkeit, das Alleinesein sukzessive an ihm nagt und ihn zerstört, das finde ich schon sehr spannend eigentlich. Ja, andererseits muss man schon auch sagen, ich finde, dass es doch auch, also nicht bei allen Zombie-Filmen natürlich, es gibt ihrer selbstverständlich unendlich viele, aber doch bei vielen Zombie-Filmen ein gar nicht so seltenes Element. Und wenn man jetzt ein bisschen zynisch wäre, weiß nicht, will ich heute zynisch sein, naja, also könnte man jedenfalls sagen, man weiß dann nie so genau, okay, inwiefern ist das wirklich genau so gewollt und geplant und soll damit eine, wie auch immer, vielleicht gesellschaftskritisch oder anders geartete Aussage getroffen werden? Oder bis zu welchem Grad ist es vielleicht doch einfach Budgetbeschränkungen geschuldet, dass man sich dachte, okay, ja gut, irgendwie eine Person in einem Raum zu filmen und da hier auf die Isolation oder die Isolation dadurch in den Vordergrund zu bringen, ist etwas, das macht Sinn und das können wir auch relativ leicht und gut machen, weil in einem Raum irgendwie zu filmen ist günstiger als in großen offenen Flächen mit ganz vielen Zombies. Also, mir sind die ganzen Namen verfallen und mir fallen die Namen nicht mehr ein, aber es gibt ja zum Beispiel diesen einen Ultra-Low-Budget-Zombie-Film, der, weiß nicht, vor, also irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren kam der raus. Das war ein Erstlingswerk und ich glaube, die haben den ganzen Film für 30.000 Euro oder sowas gemacht. Und da spielt die komplette zweite Hälfte nur im Auto. Und in dem Auto sind zwei Protagonisten, die unterhalten sich die ganze Zeit und schauen, okay, wie kommen sie aus dem Auto raus? Weil das Auto ist halt von Zombies umgeben und sie wissen, okay, sie müssen hier irgendwie raus. Aber wie machen sie das, ohne von Zombies gefressen zu werden? Oder ein prominentes Beispiel, wo es um diese Einsamkeit geht, ist Last Man on Earth. Und der wurde ja auch 2000 irgendwas, schlag mich tot, 5, 6, 7, 8 oder so mit Will Smith verfilmt. Mir ist gerade leider auch verfallen, wie diese bekannte Will Smith-Verfilmung hieß. I'm Aber Legend. dieses Thema ist kein neues, ja, dass man im Rahmen der Zombie-Apokalypse, die ein bisschen als Katalysator fungiert, so vielleicht ein bisschen so als behemothischer Katalysator, dass man im Rahmen dessen sich erstens selbst
neu erfinden muss und dieses Selbstneuerfinden oftmals auch mit einherbringt, dass man sich seinen inneren Dämonen, seinen Problemen stellen muss und damit umzugehen lernen muss. Es ist still geworden, selbst da hörst du mir noch zu, da bin ich mittlerweile auch alleine hier. Ja, ich bin von deinen Gedanken so erschüttert, dass ich geflohen bin in eine andere Wohnung und dort gab es keinen Podcast, gab es kein Mikrofon, es tut mir leid. Ja, also um zwei Dinge anzusprechen, die du jetzt erwähnt hast, und das stimmt schon, also auf jeden Fall ein Film wie I'm Legend, den du gemeint hast von Ingus Lawrence und Will Smith, der oder halt auch seine frühe Verfilmung einem Omega, ich glaube mit Charlton Heston und auf jeden Fall, aber gibt es auch eine Vincent Price-Verfilmung, also diese Geschichte wurde schon extrem oft verfilmt, das stimmt auf jeden Fall, aber diese Art des Zombie-Filme, da muss man schon mal klar hier einen Unterschied feststellen, meines Erachtens, nämlich den, dass die Filme wesentlich spielerischer damit umgehen, das erinnert mich auch ein bisschen an und dadurch auch oftmals die ernste Lage nicht erkennen. Das erinnert mich damit auch sehr stark an diesen anderen Charlton Heston-Film, ich hoffe, das ist wichtig, Charlton Heston ist wichtig gewesen, nämlich Soylent Green is People sozusagen, wo ich der Meinung bin, dass dieser Film irgendwie es nicht schafft, in die Psyche des Protagonisten zu schauen. Also ich denke immer an die NS-Szene, die für mich vollkommen viel geleitet ist in der Hinsicht, wie es inszeniert ist, weil sind oftmals spielerische, reißerische Verfilmungen, die eben nicht ganz genau diese, was du jetzt gerade genannt hast, diese mit inneren Dämonen zu kämpfen hat, diese Lage, wie ich repräsentiere, wie es realistisch ausschauen würde. Und das ist, glaube ich, das, was eben dieser Film meines Erachtens sehr gut macht mit dieser Selbstisolation, dass er eigentlich wirklich ein sehr realistisches Bild abgibt davon, was es heißt, zu vereinsamen. In einer modernen Welt tatsächlich. Und das ist natürlich auch das, worüber wir jetzt gleich stärker reden werden, nämlich über wie jetzt in der Pandemie, dass eigentlich sogar in vieler Hinsicht es einen Aufwert gegeben hat dafür, dass er es so dargestellt hat. Und der zweite Punkt mit deinen Budgetbeschränkungen, das stimmt natürlich, aber man kann auch dagegen sagen, die Filmemacherinnen, die Filmemacher wussten einfach, was ihre Grenzen sind, wussten einfach, wie genau, was sie für ein Kapital haben, was für ihre Möglichkeiten sind und haben entlang dieser die Entscheidung getroffen. So ähnlich hat auch Romero in Night of the Living Dead gearbeitet. Romero hat natürlich aus budgetären Gründen den Film so gestaltet, aber das ist doch kein Problem. Der Film ist trotzdem ein Klassiker und einer der wichtigsten Filme der Horror-Kinolandschaft auf jeden Fall, wenn nicht sogar der Kinolandschaft im Allgemeinen. Also ich finde, dein Argument hier greift irgendwie ins Leere, weil das kann man jeden Film vorwerfen, beziehungsweise die Filme, die das nicht haben, sind dann auch eben diese exzessiven Filme, die einfach kein Ende finden, meines Erachtens oftmals. Dieses Thema so hatten wir im letzten Podcast aufgerissen. Ja, tatsächlich. Nee, das war jetzt gemein. Das war ja, wie Christopher Nolans Freund Michael Bay. Alle, die sich jetzt denken, wovon zur Hölle reden die? Seien in unsere letzte Folge, die von Tenet handelte, verwiesen. Da haben wir nämlich Querverbindungen von Michael Bay zu Christopher Nolan und allerhand andere abenteuerliche Querverbindungen geschlagen. Ja. So, ja, klar, es war ja auch, also es wäre jetzt keine einschneidende Kritik meinerseits gewesen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser Film das hauptsächlich aufgrund von budgettechnischen Limitierungen so gemacht hat. Nee. Ich wollte es nur zu bedenken geben, also oder beziehungsweise also wie stark das damit hineinspielen könnte oder inwiefern Sachen, die wir. Und da stellt man sich als Jugendlicher im Deutschunterricht, wenn man irgendwelche Metaphern oder so vorgestellt bekommt, die sich in den Büchern finden, stellt man sich ja schon die Frage, okay, war das wirklich so beabsichtigt oder interpretieren wir einfach bisschen zu viel rein und viele von diesen Sachen sind doch ein bisschen aus pragmatischeren Gründen entstanden. Man weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Gedankengang, der um seinen inneren kritischen Begleiter bei Laune zu halten, also der nicht hinderlich ist. So, gut, genug dazu, du hast schon recht. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass dieser Film, also der wurde ja vor der Pandemie gedreht und ich glaube auch abgedreht. Also ich glaube, der wurde im Dezember abgedreht. Genau. Das heißt, die konnten nicht wissen,
dass das tatsächlich von solcher Aktualität sein würde, Oh, das wenn. sind Sie es gewesen, die den Coronavirus in die Welt gesetzt haben. Ja, lass uns mal Verschwörungstheorien in das Volk Ja, streuen. Ne? vielleicht wird unser Publikum sich dann erweitern, wenn wir das machen. Ja, ich. Ja, also das ist natürlich eine Sache, die den Film sehr stark in die Hand gespielt hat, was sie jetzt nicht wissen konnten. Eine andere Assoziation, die ich aber recht stark hatte und ich glaube, die kommt jetzt nicht von ungefähr, beziehungsweise ist das schon ein bisschen gewollt, weil das gerade in asiatischen, Anführungszeichen, Ländern relativ dominant oder prävalent ist, vor allem in Japan, sage ich jetzt mal, aber ich kann mir vorstellen, in Korea auch, weil Korea in Sachen von Arbeitsethos und gesellschaftliche Rangordnung jetzt nicht so weit von Japan entfernt ist, ohne ein Experte auf dem Gebiet zu sein. Also, liebe Zuhörer, falls wir irgendwelche Experten haben, bitte schreibt uns eine Mail und straft mich Lügen und sagt, nein, das ist ganz anders. Aber so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich sehr stark an die sogenannten, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, aber die Hikikomori erinnert gefühlt. Wie gesagt, das ist ein Phänomen, das gerade in Japan relativ dominant ist. Auch jetzt in unserem Jahrzehnt, also vor Corona oder gerade jetzt scheint das on the rise zu sein. Das sind eigentlich aus allen Altersgruppen entstammende Leute, aber ich glaube, es gibt so einen kleinen Peak, also ein kleines lokales Maximum, so zwischen 20 und 40, so in dem Altersbereich scheinen recht viele sich zu befinden. Und das sind Leute, die oftmals Monate, wenn nicht sogar Jahre lang ihre Wohnung, ihr Haus nicht verlassen, weil sie quasi sozial resigniert haben und wahrscheinlich dann noch einige psychische Probleme auch haben. Also die Agoraphobie spielt da sicherlich recht stark mit. Aber das ist ein relativ prominentes Phänomen. Und ein bisschen in diese Richtung geht das hier auch mit unseren Protagonisten. Also ich würde nicht sagen, dass, also man weiß es nicht, es wird offen gelassen, aber es wird ja schon angedeutet, dass er, vorsichtig formuliert, relativ viel Zeit zu Hause verbringt und zu Hause, also auch sein eigenes Zimmer, sage ich einmal, ziemlich autark gestaltet hat. Also er hat in diesem Zimmer ja schon einen, wenn ich es richtig gesehen habe, so einen Kühlschrank mit ganz vielen Energy Drinks und Sachen. Das heißt also, er bräuchte sein Zimmer mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage nicht verlassen und könnte sich da recht stark selbst organisieren, beziehungsweise kann er das, also muss er das ja in weiterer Folge auch in dieser Wohnung dann tun. Also ich glaube nicht, dass er so lange hätte aushalten können, ohne einzukaufen, wenn er nicht in seinem Alltag längere Phasen auch zu Hause verbringen würde. Ja, genau. Und ich glaube, dass dieser Themenkomplex, wie auch immer, also wir können auch gerne gleich besprechen, ob das hier kritisch oder eher positiv angesprochen wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass es da schon, dass das bewusst angesprochen werden sollte, dieses Problem oder dieser Themenkomplex. Ja klar, ich meine, der Hikikomori ist natürlich eine der prävalentesten Figuren in den Diskursen, die sich um Japan rangen. Und man muss auch sagen, nicht nur, dass das eine Außenperspektive ist, dass wir vor allem aus dem globalen Norden sehr viel über diese Figur hören, sondern vor allem auch, also ich weiß, dass es war halber beabsichtigt, dass es männlich kodiert war jetzt gerade, weil es auch im Diskurs stark vergeschlechtlich ist eigentlich. Aber vor allem auch, Tatsächlich. das ist ganz stark geschlechtlich im japanischen Diskurs. Also geht es nämlich darum, das wollte ich jetzt auch eigentlich dorthin führen, dass es ganz stark wegen dem japanischen Jugenddiskurs oder dem jugendphoben Diskurs, wo man es darum geht, die fehlende, also die Figur hat eine Prominenz gewonnen im Zeitalter der Wirtschaftskrise der 1990er Jahre und hat sich natürlich hinaus in die anderen Wirtschaftskrisen, der anderen Wirtschaftskrisen, die Dekaden fortgesetzt, also die Rezessionsdekaden, nämlich die Lost Decades, die schon 3 Dekaden lang dauern. Und hier geht es oftmals auch darum, dass man hier ganz stark kritisch sagt gegenüber und darum männlich, dass hier die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Männer vor allem, nicht richtig anpacken, nicht richtig arbeiten und dadurch kann die Wirtschaft nicht wirklich vorangetrieben werden. Was natürlich ein bisschen eine fehlerhafte Sichtweise ist, weil oftmals ist auch ein Grund dafür, dass sie dorthin kommen und dann, dass es keine Möglichkeiten gibt durch die Wirtschaftskrise. Also dadurch, dass einfach die Potenziale, die Möglichkeiten, die eben die ältere Generation hatten, ihnen nicht zur Verfügung steht. Aber das hängt natürlich, das ist ein sehr komplexes Phänomen, aber ich muss sagen, dass die Figur so stark in Prominenz gewonnen hat in den 1990ern, ist sehr bezeichnend. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass sie eben jetzt schon
altersmäßig hinaufgegangen ist, weil wir hier über sie schon jetzt 3 Dekaden lang reden eigentlich. Und du hast auf jeden Fall recht, dass auch in koreanischen Kontexten diese Figur oder ein Pendant davon sehr oft vorkommt oder öfters vorkommt. Also es gibt sogar einen relativ schönen Film, der heißt Cast Away on the Moon, wo es 2009. Genau, wo es eine derartige Figur geht eigentlich. Oder halt zwei Personen, die beide in irgendeiner Form von Isolation leben und die sich dann finden durch einen sehr magischen Prozess. Also einmal, weil die eine Person gestrandet ist auf einer Insel mitten in Seoul und einmal eine Frauenfigur diesmal, die tatsächlich eben eine Art Hikikomori ist. Aber ja, also das heißt, das ist schon auf jeden Fall sehr spannend, das stimmt auch. Und ich würde auch sagen, dass hier der Film damit spielt ganz eindeutig und auch, dass eigentlich der Film eben eher kritisch mit dieser Figur gegenüber ist oder dieser Art von Selbstisolation. Also der Film deutet es ja ganz stark als eine Sache, wo man nicht überleben kann, wenn man nicht mit anderen Menschen in Kontakt steht. Also der Film spricht hier ganz stark für Empathie aus und für menschliche Nähe. Und dann gibt es eine total schöne Szene, wo er sich vorstellt, der Protagonist, jetzt aus Alive, dass eben seine Eltern und seine Familie kommt, die, Spoilers, er erfahren hat, dass sie schon verstorben sind. Und seine Mutter drückt ihn und umarmt und man sieht so sein Gesicht, wie es langsam auffällt und wie er sich in diesem Traum wiegt wirklich und auch eigentlich halb am Verzweifeln ist, dass er das nicht mehr erfahren kann. Und es ist auch ein Grund, dass er wieder an Lebensfreude gewinnt, wenn er eben diese andere Figur kennenlernt auf der anderen Seite des Apartmentkomplexes. Das heißt, der Film versucht schon stark hier diesen menschlichen Kontakt und vor allem den menschlichen, nicht medialisierten Kontakt. Also das ist sehr wichtig zu sehen, weil witzigerweise, weil das habe ich nicht ganz verstanden, der Film zeigt konstant, also der Film zeigt ja, dass er eindeutig ein relativ soziales Gefüge hat außerhalb von seiner, in der Online-Welt halt. In der Online-Welt halt wirkt es sehr so, als wäre er aus irgendwelchen Gründen einfach sehr gut etabliert. Es kann sein, weil er ein Gamer ist, ein ganz normaler mit Alltagsgames. Es kann sein, wie manche der Synopsen schreiben, dass er eben ein Influencer ist oder irgendwas in die Richtung, ein Blogger, Vlogger, was auch immer. Es ist egal eigentlich. Er wird einfach nur dargestellt, ganz kurz am Anfang, dass er schnell mit ganz vielen Leuten Computerspiele spielt. Und das verliert sich aber extrem schnell. Das finde ich total spannend, dass der Film, obwohl er so viel von diesen Social Media auch als zentral sieht in diesem Kontakt nehmen, ich meine, er hat nicht umsonst sein Hashtag Alive irgendwie drin, aber auch, dass er zum Beispiel Hashtag I'm still alive, I'm still living, irgendwie so in der Richtung ist ja das, was der Protagonist in den Computer eingibt und auf Twitter postet, dass diese ganzen Kontakte keinen Widerhall haben. Das fand ich total interessant, dass der Film eigentlich konstant impliziert, dass er schon irgendwie Netz hätte oder irgendein Netz gäbe, aber das bricht dann zusammen und dass es dann eigentlich sofort sich verliert. Und das ist auch natürlich ein Moment, wo sich das von dieser Pandemie-Situation, in der wir uns befinden, stark auseinanderklafft. Also ich weiß nicht, wie du gesehen hast. Ich meine, vielleicht hat gereicht, diese eine Erwähnung, dass einfach das Internet zusammengebrochen ist. Aber irgendwie, ich fand es interessant, dass er trotzdem konstant eben diese Sachen postet oder versucht zu posten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es lesen sollte oder wie man es verstehen sollte. Also ich versuche mal hier eine Lesart oder eine Interpretation an den Mann oder an den Selbst in dem Fall zu bringen. Okay. Also ich glaube generell, wenn ich so interpretieren, dass es eigentlich relativ klassisch ist. So, okay, so eine wirkliche zwischenmenschliche Beziehung, Mensch zu Mensch, nicht virtuell, sondern in IRL, also in real life, kannst du nicht ersetzen, auch wenn du online noch so stark vernetzt bist. Also das, auch die physische Komponente und keine Ahnung, das kann man nicht ersetzen. Also ein relativ klassisches, würde ich sagen, Plädoyer für zwischenmenschliche Beziehungen und all die Freude, aber auch Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, und dass es aber wert ist, das zu haben und auch so etwas bewusst aufzubauen und einen auch retten kann letzten Endes. Ja. Also ich glaube, das ist die zentrale Aussage und von daher kontrastiert der Film eben auch, dass also die Online- oder die gute Online-Vernetzung unseres Protagonisten mit der
durch den Zombie-Ausbruch bedingten oder vorher vielleicht auch schon so gewesenen, man weiß es nicht genau, schlechten oder dürftigen Vernetzungen in der realen Welt. Zumindest sehen wir nicht, wie er sich real mit Freunden trifft oder wie irgendjemand versuchen würde, real Kontakt mit ihm aufzubauen, ja, außerhalb von seiner Familie. Also es wird schon, also man kann sich denken, okay, sein oder ein Großteil seines Lebens läuft online ab. Das heißt, seine Kontakte hat er online. Genau, aber ein bisschen, ja, ich verwende oft das Wort versöhnlich, ich weiß nicht, ob es hier angebracht ist, aber ein bisschen schon, beziehungsweise, sagen wir es mal so, ein bisschen doch die positive Komponente oder doch die nützliche Komponente von diesem ganzen technischen Brimborium, möchte ich fast sagen, oder von der Online-Vernetzung, die wird dann schon aufgegriffen oder kommt zur Erwähnung, weil wir ein Happy End haben, oh, Spoiler, 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 und das alles positiv aufgelöst wird. Ja, in der allerletzten Szene sieht man ja, okay, also er hat ja gepostet und auf sich aufmerksam gemacht, und das haben ganz viele auch gemacht, und durch diese Postings von den Leuten in den sozialen Netzwerken wird die Armee auf sie aufmerksam und kann sie dann quasi aus ihren Wohnungen befreien. Ja, also ich habe das schon so verstanden, dass diese Kommunikation, das Internet, sage ich jetzt mal ganz grob, das wir haben, schon auch nützlich ist und es nicht vernachlässigt werden sollte und wir das doch durchaus auch weiter nutzen sollten, aber darauf nicht vergessen, dass eine zwischenmenschliche Komponente auch unabdingbar ist und wir die brauchen. So ungefähr würde ich das interpretieren wollen. Ja. Ja, aber man kann auch zum einen muss sagen, das ist eine klassische Gott aus der Maschine, also eine Deus ex Ja, machina, vor eindeutig. allem Ganz der klassisch, ja. Helikopter, wie er Ganz gekommen klassisch, ist. ja. Das ist Also in wahr. doppelter Hinsicht natürlich, dass Twitter hier mit fungiert, aber vor allem der Helikopter ist natürlich diese Göttlichkeit, die eingreift, um das Happy End zu ermöglichen. Und natürlich muss man sagen, das ist ganz klar, wie du es gerade gesagt hast, sowohl die Art und Weise, wie sie jetzt hier mit den Twitter oder den Social Media Accounts oder den SNS, wie es in Korea und auch in Japan heißt, funktioniert, dass nämlich am Schluss so ein Bild entsteht, wo verschiedenste Personen so wie Pfeiler oder machen wir Beacons, wie Beacons, die sich über die Stadt erheben, wo einzelne Personen schreiben, wer halt hier überlebt hat. Und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist wieder ästhetisch ganz klar so aufgelöst, wollte ich nur sagen. Und ja, natürlich, es ist genau das, was du eigentlich jetzt schon gesagt hast, dieses klassische Plädoyer, wo ich auch sagen würde, das ist, weil ich halt mich im japanischen Kontext auskenne oder weil ich halt den japanischen Kontext ein bisschen näher durch mir betrachtet habe, ja doch ist auch eine klar medienphobe oder jugendkritische Perspektive hier drin hat, die eben gerade real life, offline Beziehungen immer stets über die Online-Beziehungen stellt. Und ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen verknappend, aber der Film, wie du es schon gesagt hast, das nimmt einfach diese Perspektive einfach ein und das ist für ihn die Zentrale, wie er mit dem Hikikomori und dieser Selbstisolation umgeht. Aber man könnte jetzt auch sagen, also weil wir haben ja eigentlich, ich würde jetzt an der Stelle halt ein bisschen weiter mehr in diesen Themenpool des heutigen Tages, der heutigen Einheit reinhüpfen, wenn es für dich in Ordnung ist. Also ich finde es eigentlich interessanter, den Film jetzt nicht nur daraus zu sehen, weil das tut er auch auf und das ist eine Sache, die sicherlich für mich zumindest sich ganz klar unterscheidet von dem, wie eigentlich die tatsächliche Erfahrung mit der Pandemie gekommen ist. Aber bevor wir, da will ich so reingehen, ich will mal allgemeine Fragen, also weil ich finde, dass das so eine spannende Frage einfach ist. Ich würde einfach gerne das mal kurz allgemeiner aufmachen, damit wir nicht so stark uns so daran festnageln, nur an der Pandemie, sondern eher Okay. grundlegend zu so sehen, wie einfach dieser Kontext, der soziokulturelle und historische Kontext, den Filme verändern. Ja, okay. Ich finde das eine spannende Frage, möchte ich auch gleich gern drauf eingehen, beziehungsweise vielleicht kann ich das hier ein bisschen verknüpfen. Ich hätte dich vielleicht ganz kurz noch vorher dazu gefragt, weil wir haben das jetzt eigentlich nur aus dem asiatischen Kontext oder aus der asiatischen Perspektive in Anführungszeichen betrachtet, dieses Phänomen des allein zu Hause Seins und isoliert sein, und das kommt jetzt vielleicht noch aus der Pandemie-Perspektive, aber ganz generell, also abgesehen von Corona-Zeiten und all dem, hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch weltweit einfach irgendwie ein bisschen so, ja, vermehrt der Fall ist? Weil irgendwie, also, okay, in Japan gibt es ein Wort, die Hikikomori, aber es ist doch relativ. Also ich sehe da schon Parallelen zu in USA, keine Ahnung, den sogenannten Incels und sowas. Oder gerade vor kurzem ist erst eine Doku rausgekommen, die, wie heißt die, TFW No GF oder so. Und da geht es eben auch
um, also solche typischen Incels in Anführungszeichen, die zu Hause rumsitzen und die, also TFW, NoGF kommt aus dem, das ist, glaube ich, ein Meme aus 4chan, das heißt The Feeling When No Girlfriend. Und genau, und die sitzen halt den ganzen Tag zu Hause rum und sind auf 4chan unterwegs und keine Ahnung, posten da auch irgendwelche wahrscheinlich politisch fragwürdigen Sachen und ja, also es ist dann, die ergehen sich in ihrem Leid und es ist so ein bisschen, also wer am schlimmsten dran ist, der ist am coolsten online und die bezeichnen sich alle als NEETs, also NEET, Norton Education, Employment or Training. Genau, also diese Verwahrlosung, Isolierung, dieses soziale Aufgeben und sich aus der Gesellschaft ausgrenzen und resigniert vor dem PC sitzen. Würdest du sagen, das ist ein weltweites Phänomen, das auch in verschiedenen Kulturen in unterschiedlicher Art und Weise aufgegriffen wird, oder fabuliere ich hier einfach nur irgendeinen Unsinn? Also ich finde, es ist schwierig, ob wir jetzt, weil ich glaube, wir müssen jetzt zwei Sachen trennen. Eins ist der Diskurs um dieses Phänomen, wie wir darüber reden. Das andere ist die tatsächliche Existenz von diesen Menschen. Weil die Frage ist, ob nicht schon immer derartige Menschen es gegeben hat und ob es nicht sowieso ist, einfach eine Art ist des Lebens, das vor allem in der Mainstream-Welt nicht verstanden wird und was aber natürlich genauso auch pathogen sein kann. Also ich will jetzt nicht einfach jetzt sagen, das ist einfach, ich will es nicht positiv schönreden, aber ich will auch nicht sagen, dass es immer nur negativ sein muss. Und das andere ist eben, wie die Welt, wie der Mainstream, wie die allgemeine Diskussion um dieses Phänomen diese wiederum rahmt. Wiederum, ich kenne mich zu wenig aus in dem Kontext, oder beziehungsweise ich kenne mich viel mehr aus dem japanischen Kontext, und da kann ich eben sagen, dass es hier ganz unterschiedliche Perspektiven eigentlich drauf gibt, über dieses Phänomen zu sprechen, aber ich weiß, was der dominante Diskurs ist. Der dominante Diskurs ist genau das, was du gerade gesagt hast. Genau dieses klassische Plädoyer, das geht doch raus, versuch doch eine Freundin, seid wieder hetero, etc. Ich meine, da hängt sehr viel hegemoniale Bilder von Männlichkeit zusammen. Und wie du gesehen hast, jetzt auch, wie du jetzt mit den Incels hantiert hast, da sehen wir auch gerade ganz klar, wie etwa das auch stark männlich kodiert ist, tatsächlich, auch im westlichen Raum, wenn wir es mit den Incels zumindest sehen. Eindeutig, Aber auch eindeutig, ja. hier muss ich fragen, also die Frage ist ein bisschen für mich, ob wir nicht da zu viele disparate Figuren zusammenführen, weil natürlich gibt es eine Überschneidung zwischen Incels und eben anderen Personen, die sich selbst isolieren, aber die Frage ist, ob das eins zu eins dieselbe Gruppe ist, und das glaube ich eben nicht. Es gibt da nur Überschneidungen. Es gibt auch sicherlich in eine ganz andere Richtung, wie die Personen sind, wie diese Personen sich ihr Leben gestalten. Ich glaube halt auch, dass die Incels halt oftmals rekrutiert werden aus dieser Gruppe, aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Gruppe deckungsgleich ist, beziehungsweise dass auch hier politisch ganz andere Perspektiven auch möglich sind. Also ich kenne es halt wiederum in Japan, da ist eben oftmals eben nicht, da wird eher der rechtskonservative Perspektive, die rechtskonservative Gruppen sind tatsächlich oftmals genau die eben gerade diese Personen ganz stark attackieren, was nicht heißt, dass es nicht genauso auch wiederum hier Sexismen gibt und ähnliches. Also das heißt, ich versuche es sehr, sehr offen zu halten, weil ich finde, es ist ein riesiges Thema und es betrifft auch viel mehr Personen, als wir hier. Also ich glaube, es sind so unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen machen, und es wäre arrogant zu sagen, es ist so oder so, weil ich glaube, das ist genau die Sache, wie der Diskurs funktioniert, dass er das Ganze eng führt auf sehr komprimierte Erfahrungen, die man dann teilen kann im Bereich von regulären Medien, dass wir sagen können, ja, so funktioniert das, etc. Und das ist mir ein bisschen zu einfach, und ich kann auch gleichzeitig sagen, bei Japan habe ich da mich reingelesen, da kann ich durchaus andere Perspektiven zumindest erkennen und auch sagen. In anderen Kontexten, globale Perspektive, kann ich sagen, dass ich nicht diesen wissenschaftlichen Hintergrund habe und diese Studien in irgendeiner Hinsicht gelesen habe über diese Thematik. Und entsprechend fällt es mir sehr schwer, eigentlich hier ein klares Ja oder Nein zu liefern. Und ich will einfach nicht sagen, was tatsächlich ich meine. Was meines Erachtens eine zu vereinfachte Sichtweise sein könnte, wenn ich das vor allem mit einer Parallele ziehe zu Japan, weil da ist es auf jeden Fall eine vereinfachte Sichtweise. Okay. Also.
Gut. Ja, das war eine zufriedenstellende, ausführliche Antwort. Danke dafür. Ja, gut, Wie so. stehst du denn dazu? Ich meine, jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt wieder das verbindet, du hast jetzt auch jetzt eigentlich Erfahrung mit Selbstisolation gemacht. Ich meine, das heißt jetzt, machen wir eine ganz klare Trennung zwischen unserer Art von Selbstisolation und der selbst oder fast selbst gewählten Art von Selbstisolation. Sind das unterschiedliche Erfahrungen? Sind das ähnliche Erfahrungen? Ist eine gute Wie ist Frage. es denn? Also, du hast schon recht. Ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren und one size fits all hier einen typischen Werdegang darstellen, der bei allen oder auch den meisten Leuten vorzutreffen ist. So leicht ist das nicht. Aber ich glaube schon, dass es so oft geschieht, dass man, also dass sowas weniger freiwillig geschieht, als es den Leuten vielleicht lieb ist und dass man da dann relativ leicht reinrutscht. Ja, also ich glaube schon, ja, ich mache jetzt einen Riesenfass auf, aber ich glaube schon, dass Einsamkeit heutzutage ein größeres Problem ist, als es das noch vor 20 Jahren war. Und ich glaube schon, dass Menschen soziale Konstrukte oder soziale Instrumente oder Möglichkeiten, sich zu treffen und zu interagieren mit anderen Leuten im richtigen Leben, das ein bisschen kompensieren oder sich Alternativen online suchen. Also diese Möglichkeit hatte man einfach vor vielen Jahren nicht. Da war es normal, dass du dann, ja, keine Ahnung, nach der Arbeit mit Freunden was trinken gegangen bist oder noch in den Sportclub gegangen bist oder was auch immer. Ich glaube schon, dass das ein bisschen abnimmt, weil du heutzutage relativ leicht ein, ich sag mal, sensorisch vereinnahmtes Alternativprogramm zu Hause haben kannst. Das heißt, du könntest theoretisch den ganzen Tag zu Hause sitzen und interessante Serien schauen oder interessante Informationen konsumieren oder an interessanten wissenschaftlich ergiebigen, sage ich mal, Diskussionen teilhaben. Also man kann einfach sehr viel online auslagern und wenn man beginnt, das zu tun, kann ich mir schon vorstellen, dass man da in ein Strudel reinkommt, aus dem man dann so leicht nicht mehr rauskommt. Jetzt möchtest du oder jetzt könnte man dem entgegnen. Ja, gut, aber durch das Internet gibt es ja eigentlich auch viel mehr Möglichkeiten, Kontakte zu schließen mit anderen Leuten, die man vorher nicht hatte. Das heißt, eigentlich sollte die Vereinsamung doch da abnehmen und nicht zunehmen. Ja, das stimmt schon auch, aber ich glaube, dass der Mensch auch so gebaut ist, dass ja, man sich relativ schnell in manchen Situationen Verhaltensmuster antrainieren kann und es dann relativ schwer ist, da auch wieder rauszukommen. Das heißt, wenn man erstmal in eine Begebenheit reinkommt, die es oder die zur Folge hatte, dass man dann vermehrt zu Hause sich aufhält, dass es dann doch nicht so einfach ist, wieder wirklich sozialen Kontakt herzustellen, weil ja, weil man sich das dann vielleicht weniger traut oder es ungewohnt ist oder man dann von Zweifeln zerfressen ist, im schlimmsten Fall. Ja, also ich glaube, um es ganz kurz zu machen und das nochmal zusammenzufassen, ich glaube schon, dass durch die vorzügliche mediale Bombardierung und Möglichkeiten, die wir haben heutzutage, der tatsächliche zwischenmenschliche Kontakt ein bisschen abnimmt auch und so zumindest, also der Vereinsamung und Isolierung Tür und Tor geöffnet werden und wir ein bisschen bewusster aktiv dagegen vorgehen müssen, als es noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ich glaube, heutzutage muss man sich ja bewusster entscheiden, ja, sich nicht zu isolieren und mit anderen Leuten zu treffen, während das, ja, wie gesagt, vor einigen Jahren automatisch passiert wäre und einem diese Entscheidung abgenommen wurde. So würde ich das sehen. Ich erzähle mal eine Geschichte. 19. Jahrhundert. Wir haben beginnen, dass Frauen mehr und mehr Bücher lesen. Also es ist einfach wegen einer neuen Veränderung in der Bildungswelt, beginnen Frauen mehr in Schulen zu gehen. Was passiert genauso? Auf einmal beginnen Frauen mehr zu lesen. Also es ist jetzt, wir sind Differenzgeschlechtermodell, bürgerliche Frauen natürlich meinen wir in erster Linie. Und wie wird darüber geredet? Frauen, die lesen, sind gefährlich, weil sie sich verlieren in ihrer Fantasie. Und das finde ich eigentlich spannend. Also wir haben hier, Ja, gut, das ist das Kulturpessimismus, oder? Also das ist Kulturpessimismus verbunden mit Sexismus, Punkt. aber okay, Entschuldigung. Punkt. Aber ja, aber ich finde es so schön, dass du es das gleich sagst. Das ist Kulturpessimismus verbunden mit Sexismus, verbunden mit Medienphobie, könnte man es ja besser auch sagen. Und ich würde auch sagen, das ist genau dasselbe, was hier auch passiert. Wir haben eine Tendenz, grundlegend
also grundlegend haben wir eine Tendenz, überhaupt mal Techniken und Medien in einer Gesellschaft immer ein bisschen mit einer Argwöhn zu sehen und irgendwie Angstvorstellung ihnen zu, mit ihnen zu betre- mit ihnen mit Angstvorstellung zu begegnen, diesen neuen Medien. Und wir sehen das zum Beispiel in der Lo and Behold, dieser relativ bekannten Doku von Werner Herzog, die ich eigentlich, also ein Freund von uns hat mal das perfekt bezeichnet als ein alter Mann, der halt auf einmal mit neuen Medien zu tun hat und er weiß nicht, wie er dem agieren soll. Und das, so fühlt es sich an. Es ist eine ganz starke Außenperspektive, die nur die Ängste sieht und nichts anderes. Und ich glaube, wir tendieren gerade bei Internetkulturen, und das ist auch Grund, unter anderem mit dem Kontext von der Selbstinstallation als extremes Beispiel davon natürlich, aber wir tendieren dazu, grundlegend eigentlich immer Dichotomes zu sehen. Also sprich, wir haben hier diese Bilder von entweder oder, entweder Online-Welt oder Real-Life etc. Das ist mal das eine. Und wir haben irgendwie die Tendenz dazu, immer diese Fälsche zu sehen, diese fehlende Authentizität, die im medialen Welten passieren. Also ich denke da immer an so an Filme wie Gamer oder Surrogate mit Bruce Willis und auch Ready Player One, wo es oftmals darum ging, dass die Figuren nicht sich selbst, also es sind oftmals sexy Frauen und es kommt dann raus, es sind eigentlich dicke Frauen oder dicke Männer, die dahinter stehen, hinter den sexy Frauen, die die sexy Avatare bewegen. Das heißt, wir haben immer so diese Angst davor, dass das, was hier uns vorgekokelt wird, immer verfälscht ist. Also weil es eigentlich keine richtige Beziehung ist, die man im Online-Leben aufbauen kann. Aber gleichzeitig kann ich auch sagen, dass ich tatsächlich, zumindest in meiner Jugendzeit, sehr viele, sehr schöne Online-Beziehungen aufgebaut habe. Viele Beziehungen mit Menschen aufgebaut habe, die ich teilweise vielleicht gekannt habe, auch schon aus der Offline-Welt, also im Real Life teilweise, aber wo die Unterhaltung wesentlich tiefgreifender waren auf MSN Messenger, ich hoffe, das war das richtig jetzt, oder ICQ. ICQ, da kommen Erinnerungen, da werden wieder Erinnerungen wach. oder aber auch tatsächlich über Star Wars Foren und ähnlichen, also über Foren, die ein gewisses Fandom von mir hatten, wo dann die Personen, also ich habe tatsächlich dann auch, ich muss auch gestehen, manchmal habe ich auch echt eher den Kontakt dann irgendwann abgebrochen, weil es mir nicht mehr wert war, aber die andere Person hat natürlich auch wesentlich mehr Interesse daran gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich dann auf einmal einen Brief bekommen habe von einer Freundin aus dem Internet, aus einem Anime-Forum, die gemeint hat, dass es so schade ist, dass wir irgendwie den Kontakt verloren haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, warum sie meine Postadresse hatte, aber habe ich wahrscheinlich mal gegeben. Das glaube ich, wird schon passen. Hoffe ich mal, dass ich keine Cyberstalkerin hatte. Kann natürlich auch sein. Ziemlich bei negativen Erfahrungen. Aber ich meine nur, ich wollte nur damit zeigen, zum einen, dass wir einfach diese Tendenz haben, diese medienfroben Perspektive zu machen, dieses kulturpessimistische. Zum anderen, dass wir viel stärker eben dieses Auseinanderklaffen haben, wo wir eine Dichotomie aufbauen zwischen einer guten Offline-Erfahrung und einer positiven Online-Erfahrung haben. Und letztendlich, und damit auch der Online-Erfahrung oftmals die Authentizität absprechen und letztendlich damit auch übersehen, wie schattiert und komplex oftmals Erfahrungen mit anderen Personen sind, die wir im Online-Leben haben. Das können jetzt einfach wie ich sehr intime Erfahrungen sein mit den Personen, die du irgendwie online kennenlernst, mit ihnen chattest und so. Aber es kann einfach auch die parasozialen Erfahrungen sein, die du mit einer YouTuberin hast und YouTuber. Und ich habe solche parasozialen Erfahrungen und parasozialen Beziehungen mit diesen Personen. Das heißt, ich finde, wir tun dem Themenkomplex, es ist unfair, es ist eine Ungerechtigkeit, tun wir dem Thema durchaus an, wenn wir hier zu einfach, zu simplistisch mit diesen Medien, neuen Medien sprechen und vor allem, wenn es dann genau darauf hinausläuft, was wir schon hatten, über dieses klassische Plädoyer, wo eben genau diese klare Trennung gemacht werden ist. Weil ich finde es auch sehr interessant, dass der Film die Figur einfach so einführt in diesem dunklen Raum, wo lauter Monitore stehen, wo alles schwarz irgendwie ist, ist abgedunkelt und manche Lichter funkeln, während es piepselt. Und das ist eigentlich dann so diese Selbstisolation, dieses klassische Bild der Selbstisolation, die hin bis zum Fanatismus gehen. Ich denke an Bildern, die ich aus, wie heißt der Film, Kon Satoshis Debütwerk, mir fällt gerade das Perfect Blue, wo man genau das auch hat. Immer diese Bilder von diesen Männern meistens, die einfach in diesen dunklen Räumen sind, wie in einer Höhle und einfach nur den Monitor, den Glanz des Monitors auf sich, Licht des Monitors auf ihrem Gesicht sich reflektiert in irgendeiner Hinsicht. Das sind so ganz klassische, vor allem in den 1990er Jahren,
kritisch-pessimistische Bilder, die mit den Internetkulturen zusammenkommen. Ja. Und dagegen haben wir jetzt, um nur auch wieder ästhetisch in den Film zurückkommen, ein bisschen zumindest, haben wir einfach diese Bilder, wo er dann im Wohnzimmer die ganze Zeit ist, die vor allem dann aufgehellt werden, sobald er eben diese Person kennenlernt, diese andere Person. Also auch, aber auch schon davor irgendwie, es hat einfach einen freundlicheren Look und er ist sehr selten in seinem Zimmer eigentlich. Er ist fast immer im Wohnzimmer, er ist fast nie in seinem eigenen Zimmer, was ich sehr interessant finde eigentlich in diesem Film. Ja. Ja, so ich widerspreche dir in einigen Sachen, in einigen Punkten, aber ich stimme dir in anderen zu. Beziehungsweise, glaube ich, gehe ich hier relativ konform mit dem Film. Okay. Also, wo ich dir definitiv nicht widersprechen möchte, ist das, also die Erfahrungswelten, die sich einem durch neue Medientechnologien, also durch die Online-Welt, sage ich einmal, die sich einem dort auftun, die sind auf jeden Fall wunderschön und ich würde die jetzt auch nicht klein machen oder minderreden, ist das ein Wort? Also ich würde die jetzt nicht kleiner machen wollen oder leugnen wollen. Also ich habe auch sehr viele sehr schöne Erinnerungen mit diversen Chatbeziehungen aus dem Habbo Hotel oder was auch immer und ewig lange Mails geschrieben und also das sind schon auch Erinnerungen, die mich dann beim Großwerden geprägt haben und die auch wertvoll sind und die nicht weniger wert sind als andere Erinnerungen unbedingt. Aber ich glaube, eine Gefahr ist halt, dass du darauf dann eben andere Erfahrungen, oder dann wird's gefährlich, wenn du darauf andere Erfahrungen vernachlässigst und nicht zulässt. Also ich glaube halt, dass um wirklich glücklich und zufrieden zu sein, du eben auch wirkliche, richtige, im realen Leben stattfindende zwischenmenschliche Beziehungen brauchst. Genauso wie ich glaube, dass du, um heutzutage glücklich zu sein, dein gutes und erfülltes Leben zu führen, auch Online-Zugang brauchst und auch dich, keine Ahnung, in, was weiß ich, Foren betätigen solltest, Podcasts aufnehmen solltest, also nicht musst, aber dass das schon Sachen sind, die zu einem reichen, guten Leben beitragen können und sollten. Das ist eben das Wichtige, dass du nicht zu einseitig dich in eine Richtung begibst und die Gefahr sehe ich halt, dass das viel leichter geschieht heute, dass man soziale Kontakte viel leichter vernachlässigen kann. Und ich sehe schon auch, dass es viele Menschen gibt, die aus eigener Perspektive oder Fremdperspektive, wie auch immer, die sich zurückgelassen fühlen, die nicht glücklich sind, die Probleme damit haben, dann soziale Kontakte zu initiieren, wie auch immer. Also diese Gefahr gibt es schon und das findet schon auch statt. Also ich würde tatsächlich sagen, die allermeisten Incels, in Anführungszeichen, um bei diesem plakativen Beispiel zu bleiben, die, ja gut, die haben jetzt aus ihrer Misere so ein bisschen, also wie Tyrion Lannister es gesagt hätte, okay, nimm deine Schwächen und trage sie stolz vor deiner Brust oder so ähnlich. Also die haben aus der Misere ein bisschen eine Tugend gemacht oder versucht das zu machen. Aber letzten Endes ist das nichts, worauf man stolz ist, ein Incel zu sein oder etwas so, wo man sagt, ja, hey, klar, das ist Teil meiner Kernidentität und das finde ich gut so. Nee, sondern letzten Endes geht es ja schon darum, durch diese Identität einen wahrgenommenen Missstand anzuprangern und sich in einer bestimmten Art und Weise zu beklagen oder noch grundsätzlicher zu sagen, hey, mir geht es nicht gut, irgendwas läuft hier falsch. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die allermeisten Hikikomori, also da kenne ich mich nicht wirklich gut aus, aber ich glaube schon, dass die meisten schon irgendwie sagen würden, naja, nee, eigentlich richtig glücklich bin ich nicht, es fehlt mir was, ich brauche was anderes. Also das ist nicht etwas, womit man sich primär identifiziert und dass man wirklich freiwillig sich aussucht. Vielleicht liege ich hier falsch und ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass es notwendigerweise so ist. Oder ich möchte nicht sagen, wenn irgendjemand sagt, nö, ich möchte mich 90% meiner Zeit in meinem Gebäude aufhalten und brauche keinen sozialen Kontakt und bin glücklich, dann würde ich das auf gar keinen Fall verdammen. Ja, also wenn man dadurch glücklich ist und man nicht mehr braucht, ist das okay. Ich glaube nur, dass wir Menschen, so wie wir von Mutter Evolution gebaut wurden, in den allermeisten Fällen nicht so ausgelegt sind, dass wir so glücklich werden. Wir brauchen sozialen Kontakt, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen vielfältige Erfahrungen, um wirklich ein volles, erfülltes und glückliches Leben führen zu können. Und das sehe ich halt teilweise dann ein bisschen in Gefahr. Ja, ist das jetzt mehr als noch vor einigen Jahren? Ich weiß es nicht, vielleicht nicht, aber ich glaube schon, weil das Internet ist schon sehr, sehr
intriguing, sage ich mal. Also ich ertappe mich selbst auch öfters, wie ich irgendwie, ich glaube, das kennt jeder. Also du setzt dich kurz an den PC oder ein Smartphone und dann 30, 40 Minuten später denkst du, fuck, was ist jetzt passiert? Ich habe nur ewig lang Facebook-Feed oder YouTube-Videos angeschaut. Ah, was habe ich gemacht? Also da, keine Ahnung, gibt es ja jetzt auch auf Netflix einen Film, der das direkt anspricht und thematisiert. Also das Web 2.0, Social Media, wurde ja auch bewusst so konstruiert, dass es möglichst viel unserer Zeit in Anspruch nimmt und uns möglichst stark einlullt, ja, und uns da einfängt. Und das ist schon eine Gefahr, die schon vorhanden ist, dass man sich da verlieren kann. Ich glaube, das sollte man nicht leugnen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der zu einem solchen, überspitzt formuliert, Krankheitsbild eben beiträgt. Ja, also das, glaube ich, muss man schon feststellen. Oder willst du es anders sehen? Das Problem ist ein bisschen darin, ist finde ich, dass sich diese Diskussionen immer in Absoluten verlieren. Finde ich einfach. Wir benutzen halt gerne, und das habe ich schon vorhin gemeint, mit dem Hikikomori und Ähnlichem, und natürlich Insel ist noch bessere Beispiel dafür, eben, wie du schon sagst, plakative Beispiele, die hier verwendet werden, um ganz klare Wertvorstellungen zu und Werturteile abzugeben. Also du hast gerade verwendet, dass den Ausdruck richtige und wirkliche Beziehungen, als ob denn Online-Beziehungen, medialisierte Beziehungen nicht auch eine Form von wirklichen Beziehungen sein kann. Als ob nur gewisse Art von körperlichem Kontakt Ja. unbedingt dabei sein muss, um eben es zu einer richtigen Beziehung zu machen. Und das würde ich halt Glaubst du nicht? grundlegend. Also ich würde nicht sagen eine gewisse Art von Körper, aber irgendeine Form von körperlichen Kontakt. Glaubst du Du. nicht, dass es essentiell ist für den Menschen, für die allermeisten Menschen? Ich würde sagen, wir kommen hier in einen Bereich, wo wir sehr schnell uns in Essentialismen und Naturalismen verlieren, wo ich aber glaube, dass es auch eine wesentlich breitere Möglichkeiten gibt und Möglichkeit Raum gibt, den wir übersehen, der eben auch anders funktionieren kann. Also ich will jetzt nicht sagen, also ich hasse es, weil ich natürlich tatsächlich derzeit momentan mir es an guten Beispielen fehlt. Ich weiß, dass Menschen gerade etwa mit psychischen Beeinträchtigungen hier unter der Pandemie extrem gelitten haben, etwa, dass sie nicht Kontakt hatten, Nierenkontakt hatten. Das würde genau dazu reinkommen, was du gerade gesagt hast, dass diese Menschen zum Beispiel es gebraucht haben. Ich weiß, dass ich selbst es wenig gebraucht habe, aber gleichzeitig habe ich auch eine liebevolle Beziehung mit meiner Partnerin und dementsprechend auch immer Kontakt gehabt. Das heißt, ich kann es weder aus einer historischen Perspektive noch aus einer persönlichen Perspektive klar benennen, was ich hier überlege. Aber ich glaube auch, dass wir Menschen sehr stark dazu tendieren, aus anderen Bereichen, die ich halt mehr durchforscht habe, einfach hier Vorstellungen voranstellen, die nicht unbedingt natürlich sind, sondern genauso kulturell, gesellschaftlich bedingt sind, aber die wir einfach sagen, das ist halt so. Und ich kann auch sagen, dass es gab Einsiedler, es gab schon immer Einsiedler. Ja. Und das sind zum Beispiel historisch bedingt auch Personen, die das durchaus gemacht haben. Teilweise auch im Zusammenhang mit religiöser Perspektive. Bekannt ist natürlich Buddha, der natürlich die Erleuchtung gefunden hat in der Einsamkeit. Das ist Jesus. Wir haben natürlich ganz viele Beispiele, die natürlich gleichzeitig auch wiederum von gerade den Incels etwa benutzt werden, dass hier dieser fehlende körperliche Kontakt auch eine Form von Erleuchtung mit sich bringt. Also das heißt, ich will nicht sagen, dass diese Beispiele unproblematisch sind, weil sie sind genauso problematisch, weil sie genauso auch wieder verwendet werden, um ein gewisses Bild zu kreieren, wie etwas von den Incels, also was die Incels selbst machen. Das will ich nur sagen, also, aber gleichzeitig will ich aber es nicht so stehen lassen, weil ich finde, es sind Diskussionen, die wir gerade führen, wo wir einfach in eine naturalisierte, wir verheddern uns in gewissen Bildern, Aber die meines Erachtens schwierig sind. Und ich finde, dass du zum Beispiel Mutter Natur sagst, Mutter Evolution sagst, ist so ein grundlegendes Beispiel für mich. Und ich weiß, ja, sagst du, das ist halt so. Aber das will ich auch nein, eben nein, sagen. sage ich Das würde nicht. ich aber nicht. Das hast du gerade gesagt. Also ich Ja, dachte, also okay. okay, ich sag das so, ja, das stimmt. Aber wolltest du noch was sagen? Also Entschuldigung, Nee, also nee, sprich aus. bitte. Wie du gemerkt hast, ich bin hier bin so ein Glatteis, wie man merkt, an meiner bisschen freieren Art zu reden diesmal. Ja, ich würde eine Sache sagen, also das ist, oder kann ich hier eine historische Parallele ziehen? Das, was du sagst, interessiert mich gerade ein bisschen zum Beispiel an der Psychiatriekritik, ja, die ist ja, also die gab es ja berechtigterweise, weil früher die Zustände in psychiatrischen Anstalten fürchterlich waren und dann gab es die Bewegung, okay, das soll humaner zugehen, Gott sei Dank. Aber es gibt heutzutage auch in
ich sag mal, sehr linken Kreisen immer noch eine Psychiatriekritik. Und die geht dann Mhm. eher in die Richtung, okay, das Konzept von psychischer Gesundheit und psychischen Störungen, das ist ein rein von der Gesellschaft aufoktroyiertes Konzept, um soziale Macht ausüben zu lassen. Es ist kein Problem, wenn du psychisch ungesund bist, wenn du Schizophrenie hast, lass dir das nicht einreden. So, prinzipiell. Ja, okay, kann man zustimmen. Aber was es halt komplett außer Acht lässt, ist, dass es in der Psychiatrie und der modernen Psychologie ohnehin so eigentlich der einzige oder einer von den einzigen Faktoren, der ausschlaggebend ist, und ansonsten ist natürlich keine Behandlung indiziert, ist der persönliche Leidensdruck, ja? Wenn du bei einer Person mit psychischer Störung keinen persönlichen Leidensdruck hast, also wenn die nicht sagt, ich leide darunter, das zweite Kriterium wäre, okay, Fremdgefährdung, also wenn diese Person psychisch gestört ist und sagt, ich leide nicht drunter, aber andere Menschen gefährdet, dann ist es natürlich auch ein Problem, muss therapiert werden oder muss irgendwie mit umgegangen werden. Aber ganz zentral ist der Leidensdruck. Wenn der nicht vorhanden ist, ist es natürlich kein Problem. Und deswegen, und ich würde es eben ummünzen wollen auf den Themenaspekt, den wir gerade besprechen. Ich weiß es nicht, wenn es anders ist. Ja, sag mir das oder nenn mir Beispiele, aber ich habe schon den Eindruck, beziehungsweise kenne ich kein einziges Beispiel. Klar, kann medial verzerrt sein, aber ich kenne kein einziges Beispiel, wo das nicht mit einem in einer Art und Weise geäußerten Leidensdruck einhergeht. Das heißt, immer wenn man irgendwie ein Beispiel sieht von einem solchen Incel oder Hikikomori, und das habe ich vorhin ja versucht zu sagen, geht das automatisch damit einher, dass die Person selbst äußert, dass sie Ja, unzufrieden ist. Und ich habe schon das das stimmt aber nicht. Gefühl, Nein, das stimmt aber nicht. Das stimmt aber wirklich nicht. Also das gerade der, ich kann dir sagen, beim japanischen Diskurs der 1990er Jahre etwa, war es eine sehr breite Diskussion, ob denn nicht die Hikikomori in irgendeiner Form von Kritik äußern, in irgendeiner Form von Revolution äußern, die auch tatsächlich auch hier klar gesagt worden ist, dass es nicht unbedingt ein Leidensdruck ist, dass es tatsächlich auch in Ordnung ist für viele Menschen. Das heißt, hier ist es schwierig zu sagen, dass es ein reiner Leidensdruck ist, rein gegeben ist oder nicht gegeben ist, weil es gibt gut. natürlich auch, weil die Diskussion war sehr breit, nämlich tatsächlich. Aber auch das war dann auch, genauso wie bei Incels, war hier auch dann die Diskussion, die Gegenperspektive, ob das nicht eine Indoktrination ist und eine Instrumentalisierung wiederum mit sich bringt von diesen Perspektiven, von diesen Lebensweisen. Das heißt, ich würde sagen, es gibt sie, aber die Frage ist dann immer, weil wir haben einfach, also wir beide, ich und du, es fehlt uns einfach an Material, ist das. Das ist meine Meinung. Das ist die Meinung, die ich hier vertreten wollte eigentlich. Es fehlt uns an Material, es fehlt uns an Studien, die es ganz genau belegen, was jetzt genau hier der Fall ist, weil ich bin der Meinung, wir reden hier mit ganz allgemeinen Beispielen, die vereinfachend sind, die Ja. oftmals schon radikalisiert sind, weil sie eben verwendet werden in hegemonialen Mainstream-Diskursen, um eine gewisse Meinung oder gewisse Vorstellungswelten zu reproduzieren und reaffirmieren. Und ich finde, das ist zu einfach einfach. Das stimmt, aber andererseits gibt es schon relativ viele Forschungsergebnisse, sage ich einmal, die in diese Richtung deuten und die schon, also die schon glaubhaft machen, dass für den allergrößten Teil der Menschen zwischenmenschliche Beziehungen und auch zwischenmenschlicher Kontakt wichtig und unabdingbar sind. Das mag nicht für jeden gelten, aber also es gibt Studien, die wurden, weiß nicht, in den 50ern, 60ern oder früher durchgeführt. Also wenn du Kleinkinder hast und die großziehst und dafür sorgst, dass ihr leibliches Wohl gesichert ist, also die würden, die haben auch Sachen, mit denen sie spielen können und die kriegen auch genug zu essen und so. Aber es gibt einfach keinerlei Kontakt. Also die Personen, die ihnen das Essen bringen und so, die schauen ihnen nicht ins Gesicht und interagieren nicht mit denen. Und diese Kinder, die sterben irgendwann oder denen geht es dann fürchterlich schlecht. Also das heißt, wir brauchen schon sozialen Kontakt Also, direkt. Und die Frage ist, kann man das sublimieren durch online-sozialen Kontakt? Ja, aber ja. wie gesagt, ich finde, das ist sehr einfach, weil du sagst, hier weißt du, Forschung von Entwicklungspsychologen und Entwicklungstheoretikerinnen, die zum Beispiel, wenn sie aus den 50er Jahren und 60er Jahren sind, wir wissen auch hier schon wiederum, da gab es eine ganz klare Kritik an der Hinsicht, wie die herangegangen sind oftmals. Und ich weiß, dass gerade Behavioristen, es wird stark hinterfragt, wie sie herangegangen sind. Und wir wissen es aus dem, weil wenn du da vorhin die Psychiatriekritik reingeworfen hast, ich würde sagen, das ist auch wieder eine sehr, sorry, ich verhaspel nicht, aber eine Sache nach dem anderen, weil ich will eigentlich diese Psychiatriekritik auch nochmal auffangen. Okay, eine nach dem anderen. Puh, sorry. Also kurz unter nur, Behaviorismus
unter anderem bei Juristen, ich meine, da bei grundlegende Entwicklungspsychologen, Entwicklungstheoretikerinnen, da gibt es auch gerade aus den 50er und 60er Jahren viele kritische Stimmen in der Hinsicht, was hier gemacht worden ist und wie das vorgegangen ist, vor allem bei welchen Studien. Also, man denke nur an, ach mein Gott, wer ist das mit dem Baby, wo man die Stange hinter ihm gehaut hat, den Kaninchen, war das der Watson? Das war Weiß nicht mehr. Watson. Ja, Das ist das, Watson. ja. Was natürlich ein sehr bekanntes Beispiel ist, aber viele anderen und auch nicht nur Behavioristen, sondern auch andere Entwicklungspsychologen bzw. Theoretikerinnen werden heute, gerade wenn sie aus dieser Mitte des 19. 20. Jahrhunderts kommen, stark hinterfragt, weil ihre Methodik sehr vereinfacht war und auch schon wieder studienmäßig hinterfragt worden ist, beziehungsweise grundlegend einfach, weil man muss auch sagen, und da sind wir jetzt bei diesem anderen Punkt, den du gesagt hast mit der Psychiatriekritik und ich würde es erweitern auf eine Medizinkritik, dass grundlegend, da bin ich schon der Meinung, dass wir einfach mit berücksichtigen müssen, dass medizinischer Diskurs von der Gesellschaft geformt ist in irgendeiner Form. Und das heißt Wovon nicht, denn dass, sonst? Also ich, also ja, ich, ja. jo, aber das ist halt die Sache. Du hast es so hingestellt, dass es hier eine linke Psychiatriekritik gäbe, die einfach nur sagt, oh, wir müssen alles hinterfragen und dann bleibt nichts übrig und alles sind frei. Und das stimmt auch nicht. Die meisten, die aus einer Disability Studies kommen, die meisten, die aus einem Disability Movement kommen, sagen, hey, es gibt Beeinträchtigung, ich weiß, ich spüre es, aber es muss auch sein, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die Medizinerinnen und Mediziner, die hinter diesen Medical Gaze stehen, die hinter dieser Profession stehen, die diesen Diskurs in erster Linie formen, dass die ihre Arroganz verlieren und sagen, das ist auf jeden Fall so, wie sie sagen, und nicht erkennen, dass sie genauso in einem wissenschaftshistorischen Diskurs stecken, der sich immer weiterentwickeln wird. Und das ist eher die Kritik. Das heißt, es wird nicht geleugnet, dass die Beeinträchtigung existiert oder nicht existiert, weil das höre ich jetzt zum ersten Mal und ich bin in Disability Studies drinnen. Das heißt, das ist meines Erachtens eine sehr starke Verkürzung einer tatsächlichen Kritik, die heute an dem medizinischen Diskurs gestellt wird. Okay, so ich wollte gerade was sagen. Also, aber okay, es sei einmal ganz, ganz zentral von mir dahingestellt oder die Behauptung, oder nee, es sei einmal postuliert, weil das ist so. Also, wenn kein Leidensdruck vorhanden ist, natürlich braucht man dann nichts ändern. Also, Leidensdruck ist die Voraussetzung dafür, dass man in welcher Form auch immer aktiv werden muss. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann ist alles okay. Also, das sollte grundsätzlich eine Voraussetzung sein, die eigentlich immer gilt. Also wenn kein Leidensdruck da ist oder keine Fremdgefährdung von anderen Menschen, ich habe das jetzt als Prinzipien in der klinischen Psychologie bzw. der Psychiatrie aufgestellt, aber ich finde, das gilt ganz generell auf das Leben bezogen. Ja. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Verdammt, ich hatte Der etwas auf der Leidensdruck wird aber Zunge. oftmals auch von außen produziert, muss man Ach sagen. so, ja. Ja, gut, okay, stimmt. Aber Also nicht okay, immer, kein ernstzunehmender aber. Wissenschaftler wird sagen, das ist so und ich weiß das. Das ist das, was Wissenschaft von Religion oder Dogmen unterscheidet. Du musst immer sagen, okay, nach unserem Wissensstand ist das so, aber ich bin bereit, das anzupassen, wenn ich eine neue Informationslage habe. Da stimme ich dir auch hundertprozentig zu. Und so wie ich das sehe, also auch aus dem Bereich der Psychologie kommend oder mit einigen Leuten unterhalten, die teilweise dann selbst auch von psychischen Störungen, Problemen betroffen sind. Ich sehe das eher so, dass Leute leiden unter einer psychischen Störung und aber ganz, ganz große Scheu haben, das in welcher Form auch immer anzusprechen. Also, dass das eher verheimlicht wird, weil es nicht okay ist, das an die Öffentlichkeit zu tragen und zuzugeben, dass man sowas hat, dass da noch ein ganz, ganz großes Stigma ist. Und das heißt also in diesem Sinne eher mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es hier Erkrankungen gibt, die wirklich Erkrankungen sind und die nicht durch sich am Riemen reißen irgendwie in Ordnung zu bringen sind, finde ich fast, also finde ich eher der wichtigere Brennpunkt momentan. Also in meiner persönlichen Beobachtung, nur auf die Psychologie bezogen oder hauptsächlich auf die Psychologie bezogen, geht es eher in die andere Richtung, dass wir mehr darüber reden müssen, dass wir mehr anerkennen müssen, dass es etwas wissenschaftlich Gesichertes gibt, wofür man sich nicht schämen braucht, sagen wir es mal so. Ja, das wollte ich noch dazu ergänzen. Das alles im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes, sag ich mal, irgendwie von der Gesellschaft mitbedingt und beeinflusst wird und das den Leidensdruck natürlich auch massiv mit beeinflusst. Ja, das ist klar. Aber irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man bestimmte Konstrukte postulieren, die man dann bereit ist, umzuändern und im Diskurs miteinander zu erarbeiten. Klar.
So, wir sind ziemlich weit abgeschwiffen von Alive, glaube ich. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Gott sei Dank. Ja, also ich würde jetzt auch nicht da jetzt weiter drauf verharren, weil das ist einfach die Sache oder die Problemlage, finde ich, des Filmes. Nämlich diese vereinfachte Perspektive auf selbst die Situation, die ich dem Film auch ein bisschen, oder Aber vereinfacht die, er die, wirklich? nein, 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 okay. Die vereinfachte Perspektive, wie hier dieses klassische Plädoyer geführt wird, das wollte ich immer sagen. Dass wir hier ganz eindeutig sehen, wie das reinwirkt in einen größeren medialen Diskurs über dieses Thema. Und wir sehen auch, wie sich hier verschiedene Meinungen aufeinanderprallen, was wir hier ganz bei uns klar bemerkt haben. Das ist nicht sehr lustig, dass wir eigentlich nur einen Aspekt dieses Filmes herangezogen haben, der sehr viel aufgemacht hat in uns, aber es war eh klar, weil wir wissen ja, von welchen Perspektiven wir beide ausgehen und welchen Positionen wir beide ausgehen, würde ich mal behaupten wollen. Also wir kennen sie ja doch schon jetzt ziemlich lange. Und ich will nur, das ist so mein Plädoyer, ich will einfach nur hier diesen Aspekt der Ambivalenz reinbringen. Lustig ist ja genau das, was wir letztes Mal, wo wir einen Film gehabt haben mit dem Protagonisten, mit diesem Schauspieler, die er mir in einigen Sekunden einfallen will, wie heißt der Yu Ah-hin, der ja mitgespielt hat bei Burning, wo wir darüber gesprochen haben, über die Ambivalenz oder versucht haben, über die Ambivalenz und das Ambiguität zu reden, dass genau dieser Film eigentlich diese Ambiguität nicht besitzt, aber dass der Diskurs eigentlich mit meines Erachtens zumindest mit mehr Unsicherheit gefüttert werden müsse. Also klingt das ein bisschen eigenartig, aber Was ich willst du meinte, wirklich? okay, es ist schwierig, weil wir leben in einer Zeitalter von Fake News und entsprechend ist das immer sehr schwierig, mit einer Wissenschaftskritik zu kommen, Aber weil ich komme natürlich aus einer ganz anderen Perspektive von der Wissenschaftskritik als die Fake News-Menschen. sicher, nee, aber aber ich kann ich meinte denn? nur, dass das hier, man, nur ganz kurz, dass hier eben diese sehr zugespitzten Art, wie wir über diese Hikikomori oder besser gesagt über grundlegende Thematik der Isolation, der Selbstisolation, aber vor allem über die mediale Kommunikation, die hier da stark mit reinwirkt, reden, dass das eigentlich ein wesentlich komplexeres Bild ist, was sich nicht widerspiegelt in diesen zugespitzten Figuren, mit denen wir normalerweise darüber reden. Das ist so meine Perspektive oder meine Meinung zu dem Thema eigentlich. Ich wollte nur sagen, findest du wirklich, dass er das so vereinfacht und so unambivalent darstellt? Weil ich finde ja letzten Endes bleibt ja offen oder wird relativ wenig gewertet, wie denn damit umzugehen ist, dass er ein, in Anführungszeichen, Hikikomori oder dass er so viel Zeit zu Hause verbringt. Also ich finde nicht, dass es also wirklich negativ behandelt wird und sagt, okay, dadurch hat er jetzt einen eindeutigen Nachteil in dieser Situation. Man könnte eigentlich sogar auch denken, dass er dadurch eben einen Vorteil in dieser Situation hat. Und es wird halt, es wird beides so ein bisschen aufgemacht, finde ich. Also von daher hätte ich jetzt fast sogar gesagt, dass es doch überraschend ambivalent eigentlich ist darauf bezogen, oder? Oder nicht? Ich würde sagen, dadurch, dass er, also die Art und Weise, wie er diese seine Beziehungsformen, die er mit reinbringt, nämlich diese medialen Beziehungsformen, eigentlich sofort ausklammert und außen vor lässt, dadurch wird ja eine ganz klare Geschichte erzählt von einem Anfangspunkt, dem Hikikomori, der sich selbst isoliert, zu einem hoffnungsvollen Ende, wo die beiden von dem Deus Ex Machina Helikopter weggeführt werden. Also ich verstehe, was du meinst, mit dem, dass es nicht so wertend ist in der Hinsicht, dass sie ihn ausstellen als jemand, der unfähig ist. Aber gleichzeitig wird trotzdem werden seine Fähigkeiten, für sich selbst zu sorgen, doch stark also wesentlich minimaler betrachtet als zum Beispiel, wie die Frau für sich sorgt, die Nachbarin von ihm, also im anderen Zimmer. Oder auch ein späterer Mann, mit dem der unendlich viele Speisen und andere Essensmöglichkeiten bietet. Das wollte ich ihm sagen, dass es doch sehr unterschiedlich ist, wie die jeweiligen Figuren mit der Situation umgehen. Und er kann eigentlich nur durch ihre Hilfe schlussendlich überleben eigentlich, er war nicht einkaufen und das ist ein Grund, warum er jetzt Hunger leidet etc. Das heißt, ich würde zwar nicht sagen, dass es eben ein verurteilender Film ist, aber ich würde sagen, dass der Film durchaus ein klassisches Plädoyer zur Offline-Beziehung führt, zu einer
authentischen Beziehung, die im Kontrast gestellt wird, durchaus dadurch, dass eben es nicht mehr vorkommt, zu modernisierten Stimmen, die ja einfach sich sofort verstummen nach den ersten Sekunden, ersten Minuten halt. Okay, also dieses klassische Plädoyer für eine, Genau. Das macht ihr schon. in dem Fall romantische Offline, ja, okay, ja, gut. Also. Tja, wie du weißt, schließe ich mich diesem Plädoyer vollmundig an. Ich werde jetzt auch nur diesen Teil benutzen bei jeder Aussage von mir, dass ich jedes Mal sage, diesen Plädoyer schließe ich mich vollmundig an. Es Ich ist meinte, die aber. Plädoyer des Films. Ich weiß eh. Ja. Es ist interessant, wie dieser Film. Wohin sie die Diskussion geführt hat und wie weit wir uns vom Film entfernt haben und wie weit wir uns eigentlich von dem Thema des heutigen Abends entfernt haben. Aber ich glaube, das ist trotzdem vollkommen in Ordnung und ist auch der heutigen Lage, also dem, was wir reden wollten, geschuldet oder was du reden wolltest. Tatsächlich. Tatsächlich. Darf ich noch ganz kurz anmerken, Ja, bitte. bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Das hat mich zum Staunen gebracht, dass dieser Film auch eine US-Kino, eine US-Videoauswertung bekommt. Also es auch einen US-Pendant gibt. Und da wäre ja ganz spannend zu sehen, also wenn man sich diesen Film denn dann mal anschauen kann, anschauen würde, ob da tatsächlich dann so stärkere kulturelle Referenzen auf die Incels tatsächlich gezogen werden oder ähnliche, also parallel Phänomene aus den USA. Das finde ich ganz spannend, ja, also würde mich interessieren. Das stimmt auf jeden Fall. Also sagen, wie diese kulturelle Verschiebung nun mit anderen Diskursen arbeitet oder ob sie mit anderen Diskursen arbeitet, was wir natürlich nicht wissen, weil wir den Film noch nicht gesehen haben, aber das wäre natürlich für die Zukunft interessant. Und natürlich genauso, ob der Protagonist, der von Tyler Posse gespielt wird, auch ein Zombie-Werwolf ist oder nur ein Zombie. Absolut. Also wenn du mich fragst, ich glaube, deine positive Einstellung zu diesem Alleinsein, Isolieren und so, das hat alles seinen Ursprung in den 90ern genommen mit Kevin allein zu Hause. Dadurch sind wir alle sehr positiv vorgeprägt. Und damit kommen wir zu Trump und zu den Incels. Wunderbar, wie sich der Kreis eben wieder Stimmt, der schließt. spielt ja da auch mit, der Oh Gott, oh Gott. Ah, ja. Ich bin froh, dass wir uns nicht so oft gegenseitig ins Wort gefallen sind wie die beiden Präsidentschaftskandidaten in den USA. Ja, gut, Ja. aber. Aber von dem Horror der Präsidentschaftswahl, dem Horror dieses Filmes, gehen wir nächstes Mal in eine ganz andere Form von Horror, nämlich zum Black Horror. Wenn wir uns entweder Vampires vs. Bronx, eine Action-Horror-Komödie von Osmani Rodriguez, anschauen werden, oder Black Box von Emmanuel Osei Kufuor, wobei wir selber noch nicht ganz wissen, welchen von beiden Filmen wir schauen werden. Aber wir müssen sagen, es gibt jetzt auf jeden Fall eine sehr große Welle an Black Horror, die diesen Monat dank Halloween kommen wird. Und schauen wir mal, ob wir nicht auch da einen, zumindest einen auf jeden Fall machen werden oder vielleicht sogar tatsächlich mehrere machen werden. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen mehr uns dem Horror widmen, damit eben der Patrick wieder seine Liebe für den Horrorfilm gewinnen kann. Oh ja, this is Halloween, this is Halloween, oder so ähnlich. Aber also Halloween ist auf jeden Fall mein Lieblingsfeiertag, meine Lieblingsfestivität. Ich freue mich schon sehr. Und ja, jetzt habe ich auch sehr Lust bekommen, Horrorfilme zu schauen. Wenn ihr uns nicht als den blanken Horror empfindet, dann könnt ihr, wir freuen uns sehr darüber, bei jeder weiteren Folge mithören. Ihr könnt die alten Folgen auch hören. Ihr könnt uns Empfehlungen schreiben, welche Filme wir denn behandeln sollten. Zum Beispiel von diesen beiden von dir selbst da genannten Filmen. Welcher sagt euch mehr zu? Tretet mit uns in Kontakt, schreibt uns, ja, interagiert mit uns. Soll ich jetzt fies sein und dich die Möglichkeiten der Interaktion aufzählen lassen? Oder soll ich das wie gehabt selbst aufzählen? Was Da meinst du ich ja selbst? schon seit den 1990er in Selbstisolation lebe, kann ich natürlich alle unsere medialen, sozialen, medialen Netzwerke sagen. Ihr könnt uns nämlich bei Twitter erreichen, bei @KinoOnTheCouch. Ihr könnt uns jederzeit abrufen und anhören, entweder mit Bild, mit wunderschönen Plakatbild und Motiv bei YouTube unter @KinoOnTheCouch oder auch, und also natürlich auch alle unsere anderen Folgen oder bei Podcast Garden, aber genauso mit jedem
an den RSS-Feed könnt ihr uns da erreichen. Und genauso findet ihr uns natürlich nicht bei iTunes, weil iTunes ist schon längst gestorben, sondern bei Apple Music, was jetzt eben iTunes für junge Menschen ist, ist nicht so wie alte Knacker und Zombies, wie wir diese sind. Letztendlich könnt ihr, wenn ihr, wie ich so, richtig alte Knacker seid, so wie wir sind, auch uns erreichen mit einer schnöden, öden, alten Mail, nämlich bei kinodecouch@gmail.com, hoffe ich doch, dass es richtig ist. Ihr könnt natürlich aber je nach jedem Buchstaben 1 bis 30 Punkte setzen, hat mir der Patrick gesagt, weil bei Gmail-Adressen ist das möglich. Also bitte wünschen wir uns, dass ihr unsere Mailadresse mit ungefähr 100 Punkten schreiben werdet. Genauso findet ihr uns, um jetzt zu sagen, bei den alten Menschen anzukommen, weil das ist natürlich die älteste Form der medialen Kommunikation, glaube ich, die schon in den 1890er Jahren erfunden worden ist, ist nämlich Facebook oder wie es damals hieß, Gesichtsbuch, wo ihr uns mit auch wiederum bei @Kino on the Couch oder ohne Ad natürlich, nur Kino on the Couch finden könnt. Patrick, habe ich was vergessen oder ist das alles richtig gewesen? Du hast natürlich nichts vergessen. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich glaube, rein technisch, formal, streng genommen, gibt es bei Apple zwei Bereiche, nämlich Apple Music und Apple Podcast. Und ich denke, wir sind bei Apple Podcast zu finden. Ich dachte, es sind Musik für die Ohren der Leidenden. Das ist Ansichtssache. Vielleicht verursachen wir auch extremen Leidensdruck bei Leuten, die uns zuhören. Ich hoffe es doch nicht. Und interessanterweise, das mit den 30 Punkten habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe immer nur einen Punkt zwischen verschiedenen Buchstaben ausprobiert. Aber ich glaube, mit 30 geht's auch. Müsste ich mal, gut, habe ich ein Ziel. Versuche ich mal, mehrere Punkte zwischen die Buchstaben zu hauen. Ansonsten was. Wunderbar, ich bin begeistert, selbst da du, also ich glaube, du hast mir hier gerade meinen Rang abgelaufen und mich arbeitslos gemacht. Ich habe dich hier schon letztens mal gefeuert, glaube ich, vor ungefähr einem Monat, aber du kommst immer wieder. Nee, du hast mich nur in Kurzarbeit geschickt, aber jetzt geht's ja wieder besser, jetzt bin ich wieder da. Okay, na gut, ja. Gehen wir in die Nacht hinaus und wenden uns Blutsaugern und anderen Kreaturen der untoten Welten zu. Das klingt wunderschön. Machen wir das doch. Euch auch einen schönen Abend oder morgen oder Mittag, wann auch immer ihr es hören mögt. Wir sehen uns demnächst wieder. Ja, bis dahin viel Vergnügen. Ciao. Ciao. Einen Schluck was zum Trinken und dann. Ja, tu das. Ja, mach ich auch. Du bist der Witzigste. Der Allerwitzigste. Ich weiß doch. Ich weiß.